Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Es ist Ewigkeiten her, wirklich schon sehr lange, als ich das hier das letzte Mal gespielt habe. Ich weiß noch grob die Story, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß jetzt nur nicht, was wir hier jetzt machen. So, wo wir genau hier sind. Nee, warte mal. So war das. Okay, hier sind wir und wir müssen... Wo müssen wir genau hin? Wo ist das Ziel? Also, wo führt der Questmarker hin? Ich sehe den... Ich sehe es nicht. Wo führt der Questmarker hin? Bin ich doof? So, ich muss jetzt erstmal so oder so rausfinden. Das Wrack der Morgentau finden und nach Hinweisen auf Taras Verbleib untersuchen. So, das ist irgendwo zwischen Norden und Westen. Okay. Ach, da oben. Da muss ich hin. Okay, aber warum waren wir hier oben jetzt? War hier irgendwie eine Bedrohung? Ich muss so oder so jetzt erstmal zurechtkommen. Wieder reinfinden. So, erstmal auch wieder die Steuerung rausfinden, wie das ging. Es ist aber wirklich Ewigkeiten her gewesen. Wie lange? 2 Monate, glaube ich, hatten wir jetzt nicht mehr Enderal gespielt. Und ich habe das Spiel vermisst. Ich hab's vermisst. Ah, ich erinnere mich. Hier sind wir am Ende der letzten Folge reingegangen, glaube ich, war das. Und dann sind wir von da irgendwie rausgekommen, kann das sein? Dass es so in der Art war? Irgendwie so in der Richtung. So, wo führt das hier hin? Hier war doch, genau, die war Türen. Ach so, laufen wir momentan rum. Ja gut. Jetzt erstmal einen Weg So. Da vorne haben wir noch einen Turm oder so. Gut. Für die, die es nicht mitbekommen haben, warum Enderal jetzt erstmal ein Weilchen pausiert war, war der Grund halt, ich habe mich ein bisschen übermannt, sagen wir so, mit den Let's Plays, die bei mir auf dem Kanal stattfinden. Da war wirklich zu viele gleichzeitig, Malachiterz, aber hier, zu viele gleichzeitig. Wir hatten ja die Gothic-Reihe parallel gehabt, dann hatten wir noch... Kingdom Come, Oblivion, beziehungsweise Morrowind auch noch. So. Da war einfach zu viel parallel. Und ich konnte das dann nicht, nicht mehr rechtzeitig, hier alles hochladen. So, erst einmal beginnen. Erstmal raus, dass jemand wieder kämpft. Der ist wieder anders. Ich glaube, ich habe ein Problem. Ich
So, die beiden schon mal los und jetzt den da. Autsch. Warte. Wie ging das? Jetzt? Das nehmen wir mit. Den. Einen Moment, ich muss mal vielleicht das hier. Obwohl, ich kann auch da hingucken. Die Cam ist immer noch in einer sehr ungünstigen Position, wer die meinen anderen Let's Plays ansieht. Aber okay, Runenbogen brauchen wir nicht. Wir haben ja den Bogen des Arkanzorns. Und den Skarak-Axt. So, jetzt ist die Frage. Hier lang und dann nach Westen gleich abbiegen. Der Weg. Ich bin wirklich neugierig, wo das jetzt hinführt. Mitten in dem Wald. Ein Fuchs. Roter Schürfer. Okay, was ist hier geschehen? Oder waren wir das? Wir gehen mal lieber. Ne, wie war das mit dem Rennen? So. Dann gehen wir mal die Treppe wieder hoch und versuchen mal den einen Weg da entlang zu gehen. Ich hätte gerne schon wirklich ich will immer noch bessere Ausrüstung haben. Ich weiß jetzt nicht, was hier die beste ist. Aber ich glaube, es gibt je nach Spielstil unterschiedliche beste Ausrüstung. Das ist jetzt der richtige Weg. Hier die Treppe jetzt hoch und dann...
Und ich habe die Erfahrungspunkte dafür bekommen. Okay, nice. Okay, hier sind einige Fallen. Die ich auch nicht alle sehe. Ist das noch der richtige Weg? Ich muss mich jetzt erstmal noch orientieren. Sieht aktuell doch danach aus. Kommt mir auch bekannt vor. Hatten wir hier nicht mal einen Kampf gehabt sogar? Stimmt, hier waren einige Türen, oder? Gegen die wir gekämpft hatten. Gab es einige von denen. Apropos, essen wir mal eine Brezel. Magierin. Haben wir sie so zugerichtet? Das ist echt viel zu lange her, wo wir das letzte Mal gespielt hatten. Schleimelementar, ja, das waren wahrscheinlich wir. Kehlsteinmann. Okay, ich vermute, wir müssen da hoch. Erstmal den Weg hier wieder zurück. Die ist leer. Okay, einen Moment, ich muss vielleicht die Lautstärke ein bisschen anpassen. Die ist doch sehr laut. Aber ja, so langsam erinnere ich mich ein bisschen. So dunkel erinnere ich mich schon langsam. Hier waren, glaube ich, auch zwei oder drei Magier, die wir als Bogenschützen von oben irgendwie kaputt geschossen hatten. Ah ja, und die Wölfe, genau. Hier haben wir Marodeur, sorry. Aber ehrlich, ich habe es vermisst, hier in Enderal unterwegs zu sein. Vor allem, weil es auch so eine düstere Story ist. Viel, viel düsterer als Skyrim oder Fallout. Oder allgemein Elder Scrolls. Und von Elder Scrolls, den ganzen Spielen von Elder Scrolls, muss ich ehrlich sagen, finde ich die Story von Daggerfall immer noch am besten. Die ist immer noch am besten geschrieben. Hier, das ist doch der Weg. Hier müssen wir entlang. Okay, was ist das für eine Festung? Da oben. Nebelsteinbrücke.
dort noch mal kurz auf die Karte schauen. Bis dahin waren wir ja schon gewesen. Warte mal. Wir waren doch irgendwo hier hinten. Sind wir jetzt den, so einen doofen Umweg gegangen, oder wie? Alter, ich liebe diesen Soundtrack. Oh nein, kein Magier. Okay, ich war überrascht. Was hat er? Einen blutigen Schädel. Ich wurde ja richtig überrascht. So, Mana-Trank. Genesungstrank einfach. Den haben wir schon gelesen. So, Bücher, wo haben wir die hier? Zauberbücher gelernt. Rattenhaut wurde dem Teil hinzugefügt. Ich muss ohnehin wieder reinfinden, weil es zu lange her ist. Ich weiß auf jeden Fall, wir müssen die Läuterung, Frostkristall sehen deckt. Wir müssen die Läuterung aufhalten. Und wir sind der Prophet oder die Prophetin. Eisfeil Rang 3. Ah, die Taverne, die kenne ich doch. Hier hatten wir auch noch mit jemandem ein sehr interessantes Gespräch gehabt. So, jetzt ist die Frage, Ah, so weit im Norden geht er noch rein, okay. Wir müssen Richtung Westen gleich, wenn wir nach dahin gehen. Schneefest Taverne, Myranthur. Hier mit ihr, mit Esme, hat mal gequatscht. Also ich hoffe, das ist jetzt nicht zu hart hier, wo wir jetzt sind.
Und da sind schon die rosanen Kristalle. Alter, wie geil sieht das aus, bitte. Machen die was? Was ist das? Alt Miskamur. Sind wir in der Lage, die hier Kristallgeister zu töten? Ja. Wo ist der hin? Da. Aber ganz komisch, dass hier die zwei Musik gleich zwei Soundtracks gleichzeitig abspielen. Was ist das hier aber für eine... Warum sind hier so viele Leute gekreuzigt? Das sind zwei Kristallgeister. Ich weiß jetzt nicht, ob ich gegen die kämpfen will. Dem jetzt gerade aus. Abstand halten. Abstand halten. Wieder. Oh, neue Stufe. Wir gehen auf Leben.
Alt Miskamo. Die roten Streifen, das sind auch Wege. Das sind Pfade. Abseits der Hauptstraßen. Aber jetzt will ich wissen, was da drin ist. Alt Miskamur. Keine gute Idee hier, oder? Ich würde sagen, wir kommen hier auf jeden Fall mal wieder. Den hätte ich gerne wieder. Hallo? Dann nicht. Hier ist ein Turm umgekippt. Umgestürzt. Frostkristallpassage entdeckt. Achso, warte mal, wir haben. Ich muss mal eben ganz kurz gucken, wie war die Steuerung? So, aber nee. Steuerung. So war das. So, wir haben ja wieder einen Punkt. So, hier haben wir das ja soweit fertig. Also eine Jungfrau. Güterentkräftung. Ein Gegner mit dem Schild zu dreschen absorbiert einen Teil dessen Ausdauer. Wir nicht irgendwo anders noch angefangen? Hier vielleicht? Was hatten wir da? Schatten des Windes? Passende Rüstung? Ne, leichte Rüstung sind wir nicht. Starke Sehne? Mist. Ich wollte auf zurück und nicht das da. Egal, jetzt haben wir bisschen bessere Talente im Bogen schießen. Wenn da nicht so viele Eisgeister wären. Aber das ist auch der Weg, den wir jetzt erstmal gehen müssen, oder? Ich hätte gern irgendeinen Leiter, der mir hilft. Ja.
den anderen auf. Scheiße. Ich bin am Arsch. Mächtiges Irrlicht. Lass mich in Ruhe! Nein! Da. Hier oben. Hier oben dürfte ich jetzt keinen Weg zu mir haben, oder? Ich höre hier irgendwo Nierenwurz. Wie heißt die hier nochmal? Nein! Ob der hier springt er zu mir da runter? Kann ich den treffen? Besser. Alter, wie viele rote Punkte sind denn hier jetzt? Treffe ich den nicht? Ich sehe schon warum. Ernsthaft? Ernsthaft? Kommen wir da irgendwie hoch? Es waren doch ein bisschen viele hier. Ich brauche jetzt erstmal wieder volles Leben. Vielleicht abwarten, bis sie die Fährte verloren haben. So, jetzt müssen die alle abhauen. Und
Und wir müssten eigentlich was essen. Wir haben einfach nichts mehr zu essen. Eine letzte Brezel. Ich glaube, es wäre sinnvoller, wenn wir uns zurück nach A begeben. Mir jetzt egal, was ihr wollt, ich gehe. Ich glaube wirklich zurück nach A. Einige Vorräte aufstocken. Und dann nochmal hier hin. Okay, jetzt habe ich die verloren. Beziehungsweise die mich. Und dann waren da aber auch echt viele. Das Schöne ist hier, dass die meisten Gegner, ich glaube, das war so, dass die meisten Orte hier sich nicht respawnen, resetten. Ach, wir sind wieder hier. Eine Schneefelstaverne. Guten Abend. Ja, 25. Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen? Ich würde gerne nach Ark. Ich mag diese Animation, wenn die anfangen zu fliegen. Ich hab's vermisst. Und die Musik wieder. So. Wir haben hier sogar zwei Häuser, wenn ich mich richtig erinnere. Oder? Einmal am Marktplatz und einmal das Adelshaus. Sachen von selber klären. Ah, ich hab's vermisst, hier zu sein. So. Ach ne, das Haus haben wir ja schon mittlerweile leer geräumt, oder? Wohl nicht ganz. Haben wir noch gar nicht leer geräumt. Ach stimmt, wir hatten auch Totenköpfe gesammelt und sind zu unser Haus am Lars des Adelsviertel. Hier,
Goldfurt. Ha, willkommen, willkommen. Wie kann ich euch behilflich sein? Zeigt mir, was im Angebot hat. Dies und das. Schaut einfach selbst. So, nee. Fangen wir mal hiermit an. Verkaufen wir. Der hat nicht mehr genug Groschen. Okay, schade. Wie viel hat er? 108 noch. Feinstahl. Okay. Wildmagier-Kapuze könnten wir noch verkaufen. Jetzt haben wir nicht mehr so viel. Schreitet wohl. Beziehungsweise er hat nicht mehr so viel. Grüße. Selbstverständlich. Ja, ich muss Sachen verkaufen. Warte mal. Mal versehen. So, erst einmal. Nein, nicht anziehen. Griechische Stiefel des Gurken. Wenn ich jetzt das hier... Nein! Warum? Warum zieht er den Scheiß an? Ich will doch die Seite wechseln. Mann! Der soll doch nicht anziehen. Was habe ich jetzt hier angezogen? Verdammte Scheiße. Nehme ich erstmal so mit. So. Ja, alles bis jetzt im Minus. Hat der gefallen? So, den Rest will ich ja verkaufen, ich will die Pets behalten. Schattenhaut will ich behalten, Schild der Fettwache, Fettwachenstiefel, Wegestreuenhandschuhe, die will ich behalten. So, den Rest will ich verkaufen. Ist mir jetzt mittlerweile egal. Das stört mich, das ist...
Hier, wenn man die Seite wechseln will. Hallo. Ja? Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Ja, ja. Sagt, halt was ihr braucht und macht schnell. Ja, ich will dir mal Scheiß andrehen. Hier. Armschienen des Ordenshüters. Hier bebänderter Kyras. Diebeshandschuhe, Diebestunika. Feine Kleidung. So. Runhelm und okay, Runkyras kann ich ihn jetzt nicht mehr andrehen. So, hier scharfe Dingscharakter. Sterlingspfeile, Stahlschwert der Stadtwache. So, mal gucken, was hat er denn, was ich gebrauchen könnte? Bauplan Eisenschwert. Ne, der hat nichts mehr. Schreitet wohl. Madame. Ja. Misser. Wer war hier noch jemand, dem wir den ganzen Scheiß andrehen konnten? Da konnten wir unser Geld hier abgeben. Ich muss mich hier erstmal wieder zurechtfinden. Bodenhammer Schmiedewerk. Willkommen, Guten Abend. Gebt Bescheid, wenn euch etwas ins Auge sticht. Krieg auf Nerim, Krieg auf Ki. Ich möchte handeln. Krieg auf Fester Stahl zu moderaten Preisen. Alles für den wegestreuen Kampf. Okay. So, So, das und das. Hier, die darf es auch haben. So. Schaut mal wieder rein. Ich glaube, wir müssen warten. Dann penne ich einmal hier die Nacht jetzt. So, wo war unser Bett? Hier oben, oder? Nee. Ich muss so oder so jetzt erst einmal wieder reinfinden. So, 7 Uhr abends machen wir bis 7 Uhr morgens. Anne, warte, die fangen erst um 8 Uhr an, ne? Hallo. Ach komm, dann warten wir noch mal eine Stunde. So. Schreitet wohl. Ja. Rena Schallam, schöne Frau. Etwas frischer Fisch? Nee, danke. So, Samuel. Ah, willkommen, willkommen. Dies und das. Ich hoffe, der hat wieder... Schaut Hallo? Einfach selbst. Der hat kein Geld. Schreitet wohl. Wer hat hier noch mal Geld? Ah, warte, hier. Der müsste doch Geld haben. Goldene Sichel, genau so hieß das.
Malf, dies und das. Schaut am besten einfach selbst. Ja, ich will dir nur meinen Scheiß andrehen hier. Obwohl, der nimmt auch nicht alles an. Oder? Doch, die Stäbe. Hat er Essen? Ein Raleer-Klustenbrot? Hat er Brezeln? Nein, der hat keine Brezeln. Bananenschnaps. Okay, vielleicht Kustenbrot. Alchemiemeister, Fingerfertigen, Handwerkskunst, Rhetorikmeister, Schlösserknacken. So, das darf er haben, das darf er haben, das darf er haben, das darf er haben. Die beiden muss ich noch lernen. Was? Nein! Mist! Hier. Alle, die ich gelesen habe, darf er wieder haben. Mist! Okay, ich muss so oder so von ihm irgendwie was kaufen. Die Driche vielleicht. Damit ich den hier zumindest loswerde. Hier, die darfst du haben. Ach komm. Die können wir beim Alchemisten abgeben. Schreitet wo? Malfas zum Gruß. Malfas zum Gruß. So, wo ist die Brotverkäuferin nochmal? Am Haupttor. Malfas zum Gruß. Malfas zum Gruß. Madame. Hört meine Worte, o ehrenwerte Bewohner dieser heiligen Stadt. Das ist ein Viertel. Vom heutigen Tage an herrscht Krieg. Ohne ein Wort der Warnung sind die wegelosen Nerimesen in einem Akt grenzenloser Feigheit mit ihren Kriegsschiffen in endraläisches Gewässer vorgestoßen und sind an unseren Küsten gelandet. Es ist einzig und allein unser Blut, das... Ja, okay, ich muss so oder so... Also, habe ich jetzt, glaube ich, tausendmal schon gesagt, aber die muss so oder so hier erst einmal wieder reinfinden. Ins Game. Einige Sachen weiß ich halt noch. Wo ist die Brotverkäuferin? Die war doch hier, oder? Bürger und Bürgerinnen Arx, leckt eure Lippen in ungezügelten Verlangen. Ihr da, ihr seht doch aus, als könntet ihr einen ordentlichen Leib unvergleichlich duftendes, frisches Brot gebrauchen. Ah, ich hab sie vermisst. Auch im Sitzen schmeckt unser frisches, duftendes Brot unvergleichlich. Eine wahre Wonne für jung und alt, für groß und klein. Überzeugt euch selbst. So, 12 Brezeln, die nehmen wir. So, Cremetorte. Dattelkuchen. Und die bringen sogar länger was. Cremetorte und der Dattelkuchen. So. Dann würde ich aber sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao!